Hallöchen! Im letzten Video hatte ich euch erklärt, was man unter Erweitern und Kürzen versteht. Und ich hatte euch auch Übungsaufgaben dazu gestellt. Es waren verschiedene Brüche vorgegeben und ihr solltet diese Brüche dann mit einer bestimmten Zahl erweitern bzw. durch eine bestimmte Zahl kürzen, die auch wiederum angegeben war. Oft ist es allerdings so, dass die Aufgabenstellung nicht lautet, kürze diesen Bruch durch 7 oder durch 13, sondern kürze so weit wie möglich. Also man soll den Bruch so weit und so lange kürzen, bis es nicht mehr weitergeht. Und da schauen wir uns heute einige Beispiele an. Wir werden dazu einige Teilbarkeitsregeln brauchen. Und vielleicht wisst ihr schon, vielleicht auch nicht, dass ich dazu einige Videos gemacht habe vor einigen Monaten. Die habe ich hier unten verlinkt. 2 Videos zur Teilbarkeitsregeln. Da findet ihr die Regeln, die man typischerweise in der Schule lernt und auch noch einige Regeln, die ihr garantiert noch nie in eurem Leben gesehen habt. Deshalb schaut euch unbedingt die beiden Videos zu Teilbarkeitsregeln an. Wir werden auch die schriftliche Division benötigen. Dazu gibt es auch ein Video, ist auch unten verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal meine Beispielaufgaben an, die ich für euch erstellt habe. Kürze so weit wie möglich. Und habt ihr Lust? Ja, wenn ihr Lust habt, dann versucht mal diese Aufgabe zu lösen. Drückt so lange auf Pause und wenn ihr fertig seid, dann schaut ihr euch das Video weiter an und seht euch meine Lösung an. Aufgabe A. 16/72. Kürzen bedeutet, Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl zu dividieren. Ich sehe auf den ersten Blick, dass 16 und 72 beide durch 4 teilbar sind. Das heißt, wir können den Bruch durch 4 kürzen. 16 geteilt durch 4 ist 4. 72 geteilt durch 4, lasst mich kurz überlegen, ist 18. Damit haben wir den Bruch gekürzt, aber ist er auch so weit wie möglich gekürzt? Nein, denn es geht noch weiter. Ich kann 4 Achtzehntel nochmal kürzen, denn Zähler und Nenner sind beide durch 2 teilbar. Also kürzen wir den Bruch durch 2. 4 geteilt durch 2 ist 2 und 18 geteilt durch 2 ist 9. Geht es noch weiter? Nein, der Bruch ist vollständig gekürzt, denn der einzige gemeinsame Teiler von 2 und 9 ist 1 und ein Bruch durch 1 zu kürzen bringt nichts, denn dann kommt wieder der gleiche Bruch heraus. Ich unterstreiche das Ergebnis doppelt. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass man auch direkt von einem Schritt von hier nach hier hätte gelangen können, indem man den Bruch einfach durch 8 kürzt. Zähler und Nenner kann man beide durch 8 dividieren. 16 geteilt durch 8 ist 2 und 72 geteilt durch 8 ist 9. Wenn man einen Bruch so weit wie möglich kürzen will, ist es immer möglich, das in einem einzigen Schritt zu tun. Allerdings sieht man diesen Schritt nicht immer. Zum Glück kann man aber in vielen Fällen auch in kleineren Schritten vorgehen. Und egal in welchen Schritten man vorgeht, am Ende kommt man immer zum gleichen Ergebnis. Die kleinschrittige Methode ist häufig die einfachste. Aufgabe B. 950/1050. Erinnert ihr euch an die Teilbarkeitsregel für die 10? Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 10 teilbar, wenn die letzte Ziffer eine 0 ist. Das ist hier bei beiden Zahlen der Fall. Das heißt, Zähler und Nenner sind beide durch 10 teilbar. Wir können also den Bruch durch 10 kürzen. Bei der Division durch 10 muss man am Ende einfach nur eine 0 wegstreichen. Insofern ergibt sich 95/105. Bestimmt erinnert ihr euch auch an die Teilbarkeitsregel für die 5. Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 5 teilbar, wenn die letzte Ziffer eine 5 oder eine 0 ist. Zähler und Nenner enden beide auf 5. Das heißt, wir können den Bruch durch 5 kürzen.
Wir rechnen zuerst 95 geteilt durch 5. Die 5 passt einmal in die 9. Einmal 5 ist 5. 9 minus 5 ist 4. Die 5 wird nach unten geholt. Die 5 passt 9 mal in die 45. 9 mal 5 ist 45. Und 45 minus 45 ist 0. Wir sehen, 19 kommt heraus. Jetzt müssen wir noch 105 durch 5 teilen. Auch wisst ihr was, das mache ich diesmal im Kopf. 100 geteilt durch 5 ist 20. Jetzt kommen noch 5 dazu. 5 geteilt durch 5 ist 1. Also müssen wir 20 plus 1 rechnen. Dann kommt 21 für den Nenner heraus. Das Ergebnis beträgt 19 21stel. Auch hier ist es so, wir hätten in einem Schritt von hier nach hier gelangen können. Dazu hätten wir den Bruch durch 50 kürzen müssen. Aber das, wie gesagt, muss man natürlich zuerst mal sehen. Man kann es hier auch schon erahnen oder auch sehen. Wenn nicht, kann man sich in kleineren Schritten dem Ergebnis nähern. Aufgabe C. 1287 693. Was machen wir denn hier? Durch 2 sind die Zahlen nicht teilbar. Dazu müsste die letzte Ziffer durch 2 teilbar sein. Wie sieht's denn mit der 3 aus? Ach ja, eine natürliche Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist. Überprüfen wir mal, ob das hier der Fall ist. Quersumme bedeutet, man addiert die Ziffern. 1 plus 2 ist 3, plus 8 ist 11, plus 7 ist 18. Oh ja, 18 ist durch 3 teilbar, also ist der Zähler auch durch 3 teilbar. 6 plus 9 ist 15, plus 3 ist, oha, auch 18. Und damit ist auch der Nenner durch 3 teilbar. Das heißt, wir können den Bruch durch 3 kürzen. Moment, mir fällt gerade etwas ein. Die Quersummen sind ja nicht nur durch 3, sondern auch durch 9 teilbar. Und da gab es doch auch eine tolle Teilbarkeitsregel zu. Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist. Und in unserem Fall ist die Quersumme in beiden Fällen durch 9 teilbar. 18 ist ja durch 9 teilbar. Das heißt, wir können Zähler und Nenner durch 9 teilen. Wir können also den Bruch durch 9 kürzen. Und das machen wir jetzt. Also rechnen wir 1287 geteilt durch 9. Die 9 passt einmal in die 12. 12 minus 9 ist 3. Die 8 wird nach unten geholt. Die 9 passt 4 mal in die 38. 4 mal 9 ist 36. 38 minus 36 ist 2. Die 7 wird nach unten geholt. Die 9 passt 3 mal hinein. 3 mal 9 ist 27. Es ergibt sich als Rest 0. Und 143 ist das Ergebnis. Jetzt müssen wir noch 693 durch 9 teilen. 693 geteilt durch 9. Die 9 passt 7 mal in die 69. 7 mal 9 ist 63. 69 minus 63 ist 6. Die 3 wird nach unten geholt. Die 9 passt 7 mal in die 63. 7 mal 9 ist immer noch 63. 63 minus 63 ist 0. Hier erhalten wir 77. Ach du lieber Gott, wie erkennen wir denn, ob wir noch weiter kürzen können? Naja, bei der 77 erkenne zumindest ich auf den ersten Blick, dass sie durch 11 teilbar ist. Wir können ja mal überprüfen, ob die 143 auch durch 11 teilbar ist. Ja, kennt ihr die Teilbarkeitsregel für die 11? Wenn nicht, bitte unbedingt in die Videos zu den Teilbarkeitsregeln hineinschauen.
Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist. Und die berechnet man so. Erste Ziffer minus zweite Ziffer plus dritte Ziffer minus vierte Ziffer plus fünfte Ziffer minus sechste Ziffer und so weiter, bis man alle Ziffern abgearbeitet hat. Das heißt, wir müssen rechnen 1 minus 4 plus 3. 1 minus 4 ist minus 3, minus 3 plus 3 ist 0. Ja, 0 ist durch 11 teilbar, also ist auch 143 durch 11 teilbar. Wir dividieren 143 durch 11. Die 11 passt einmal in die 14, einmal 11 ist 11. 14 minus 11 ist 3. Die 3 wird nach unten geholt. Die 11 passt dreimal in die 33. 3 mal 11 ist 33 und 33 minus 33 ist 0. 13 ist das Ergebnis. Wir können also den Zähler durch 11 teilen, dann ergibt sich im Zähler 13. Und wir können 77 durch 11 teilen, da ergibt sich 7. Insofern erhalten wir als Ergebnis 13 Siebtel. So, ich denke, das reicht mit diesen Übungsaufgaben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Ciao!